Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal, zweite Folge FIFA 23. Und ja, Leute, wir werden hier und heute das erste Mal in der Champions League agieren mit Crystal Palace. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Debüt für uns in der Champions League gegen Atletico Madrid in Madrid auch noch. Also richtig, richtig nice. Was ich auch hoffe, ist, was für eine schöne Überleitung, dass ihr bisher nice Weihnachtstage hattet. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Heiligabend, einen schönen ersten Weihnachtstag und auch noch einen schönen zweiten Weihnachtstag. Genießt die Zeit, Leute. Und ja, ich will aber gar nicht so viel labern am Anfang hier, sondern direkt rein ins Duell gegen die Wolverhampton Wanderers. Hier haben wir die Aufstellung von Crystal Palace mit Jan Sommer im Tor, Bogle, Anderson, Richards und Justin in der Viererkette, Eze, Berg und Per im Dreiermittelfeld und vorne dann Suleimana, Samuel Elling Jr. und Anthony Martial. Bisschen Rotation noch bei Crystal Palace vor dem Champions League Champagner. Grüße gehen raus an Calvin. Wir haben vor dem Champions League Duell gegen Atletico Madrid. So, 4-3-3-System auch bei den Wolverhampton Wanderers. Wir gucken gleich nochmal rauf. Ich glaube, Jose Sa war da im Tor. Zumindest ist er ja am Anfang dort im Tor. Ist ja auch immer noch dann Kilman, Collins, Max Odriozola, Hagen, Lukic, Nunes, Gedes, Garcia und Raul Jimenez. So spielen hier die Gäste hier gegen Crystal Palace. Spiel hat begonnen. Wir gucken mal, wie beide Teams hier agieren werden. Oh, jetzt hier Wolverhampton und der ist drin. Raul Jimenez eiskalt. Also richtig eiskalt hier. Vierte Minute, erste Chance im Spiel, erster Treffer für die Wolves. Ja, so willst du natürlich nicht in die Partie starten. So willst du wirklich nicht in die Partie starten. Halten hier den Ball. Crystal Palace Verteidigung kommt überhaupt nicht in den Zweikampf richtig rein. Und dann machen sie den rein. Jan Sommer kriegt den leider auch nicht, ne? Hat den aber auch erst spät gesehen, muss man sagen. Weil Richards halt ihn so ein bisschen die Sicht versperrt hat. Dafür, da muss man ihn ein bisschen entschuldigen, den Jan Sommer. Zweites Tor in der zweiten Partie für Raul Jimenez. Und die Wolverhampton Wanderers sind hier 1-0 vorne. Justin wurde da hart umgenietet und sagt mir nicht, dass er sich jetzt verletzt hat. Ey, es kann nicht sein, dass unser zweiter Linksverteidiger verletzt ist. Martial, Suleimana. Ein bitterer Moment, Leute. Justin muss raus, dafür kommt jetzt Cresswell rein, dafür rutscht dann Richards auf die linke Verteidigerposition, was eigentlich zwar nicht seine Position ist, aber wir haben halt keinen linken Verteidiger gerade auf der Bank. Und dementsprechend, ja, Justin jetzt auch verletzungsbedingt raus und das könnte der zweite Linksverteidiger in dieser Saison sein, der sich dann verletzt hat. Wir können nur hoffen, dass es wirklich nicht schwerwiegend ist. Und für Cresswell natürlich auch ein schönes erstes Debüt mit seinen 20 Jahren, der Neuzugang von Leeds United jetzt hier mit dabei bei Crystal Palace. Anderson hat den. Martial mit der Hacke auf Eze. Der Ball war richtig gut gespielt. Eze macht das auch super. Und jetzt hier super gespielt auf Anderson. Und der ist halt kein Torjäger, ne? Das zeigt dann diese Situation leider. Boah, jetzt hier, da kommt Garcia zu einfach durch. Garcia, Jan Sommer im 1 gegen 1, überragend. Überragend von Jan Sommer und Richards kann sich dann da jetzt auch durchsetzen. Samuel Elling Jr. Elling Jr. Boah, der Ball auf Martial war schwach. Aber Martial holt sich den wieder, rutscht dann da rein, dann ist es ein Foul. Aber Vorteil Wolves. Raul Jimenez, Cresswell kommt da nicht gut in den Zweikampf. Garcia jetzt hier mit der Chance. Jimenez nochmal auf Garcia gespielt. Garcia super abgelegt den Ball und dann ist da Cresswell, den kriegt er nicht mehr. Er steht doch eigentlich gut da. Aber Mateusz Nunes mit dem 2-0 für die Wolves. Bitteres Gegentor. Sehr, sehr bitteres Gegentor hier, muss man sagen. Wir gucken uns die Situation nochmal an. Die Wolves hier im Strafraum, Jimenez super gepasst, Garcia passt den nochmal, dann der Schuss. Und Cresswell steht da eigentlich richtig. Aber dann flippt ihn der Ball so ein bisschen vom Fußgelenk. Hier sehen wir es gleich. Super guter Schuss. Sommer kommt da nicht mehr ran. Aber Cresswell an den Hinterkopf kommt der nochmal, wenn ich das richtig sehe. Ich will mir es nochmal angucken. Sorry, Leute. Aber ich will es mir nochmal genau angucken. Von einer besseren Perspektive. Ja, er flippt ihn. Guckt euch das mal an. Hier. Und dann flippt er ihn hier gegen den Hinterkopf. Deswegen sieht das auch so dämlich aus. Also richtig bitteres Debüt für Cresswell, der den Ball da eben gegen den Hinterkopf kriegt, weswegen er dann ins Tor fliegt. Für die Wolves natürlich richtig gut hier in Halbzeit 1. 2-0 vorne für Crystal Palace. Sieht das Ganze hier momentan überhaupt nicht gut aus. Eze wird von hinten brutal umgehauen. What? What? Er gibt dafür keine Rote, willst du mich verarschen?
Willst du mich verarschen? Er hat die mit beiden Beinen Stollen voraus einfach mal in die Atmosphäre fabriziert, Alter. Und er gibt nur Gelb. Wow. Nimm das, Alter. Aber hält er leider. Ecke. Kommt her. Richards mit dem Kopf, aber daneben. Geddes. Gonzalo Geddes, ja. Bleibt da auf dem Bein, macht das stark, Gonzalo Geddes. Geddes, Jan Sommer kommt da raus. Jan Sommer hat den stark. Und zwar kommt hier jetzt für Anthony Martial Duvan Zapata rein. Vielleicht hat er hier nochmal einen Impact, der Kolumbianer, der bullige Kolumbianer. Wir schauen mal, was für einen Impact er auf dieses Spiel haben kann. Kurz gespielte Ecke. Garcia, der mega Spiel macht. Ah, den werde ich nach dem Spiel mal scouten. Das ist ein mega Spieler. Jetzt hier, oh. Ja, Anderson macht das super. Anderson klärt. Und jetzt muss nach vorne gehen. Anderson stürmt mit nach vorne. Anderson immer noch im Ballbesitz. Illing Jr. dort. Läuft da auch richtig gut. Hier ist jetzt Samuel Illing Jr. Und jetzt muss Duvan Zapata natürlich schön in den Strafraum gehen. Genau dafür brauchen wir dich. Und da ist er auch direkt mit dem Kopf. Aber er hält den. Spiel ist rum. Die Wolves gewinnen hier 2-0 gegen Crystal Palace, die es nicht geschafft haben, ja, heute einen Treffer zu erzielen daheim. Zweite Niederlage in Folge. Der Saisonstart, würde ich also sagen, mit 6 Punkten aus 4 Spielen ist so lala, ne? Ist nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, wenn man ehrlich ist. Da hätte man gerne etwas erfolgreicheren Start gehabt, aber gut, ist jetzt erstmal so. Jetzt geht es erstmal in die Dings, ne? In die Champions League, ins Duell gegen Atletico Madrid. Da schauen wir dann gleich mal, was möglich ist. Gegen die Madrilen. Die sind natürlich defensiv auch nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau, als es Wolverhampton ist. Da wird es also nochmal ein Ticken schwieriger, hier wirklich die Tore zu schießen. Aber gut, wir haben was im Posteingang. Spieler verletzt. Ach nein. Es ist natürlich super bitter, ne? Justin fällt 3 Monate aus. Ja, Ferguson kriegt seine Chance, ne, würde ich sagen. Das ist die Chance seiner Karriere. Da wird er sehr, sehr viel spielen dürfen. Da wird Ferguson sehr, sehr viel spielen dürfen. Das ist die Chance seiner Karriere, jetzt hier bei Crystal Palace zu zeigen, was in ihm steckt, ne? Denn wenn man da mal raufguckt, er hier fällt noch 6 Wochen aus, Mitchell, wegen seiner Schulter, und Justin fällt 3 Monate aus. Also das ist die große Chance von Ferguson zu zeigen, was in ihm steckt. Wir können ja auch mal kurz in den Entwicklungsplan bei ihm mal reingehen. Was kann er denn so? Oh, Geschwindigkeit müsste auf jeden Fall nochmal besser eigentlich bei ihm werden, ne? Offensiver Flügelverteidiger, Efe, etc. Wobei er defensiv, glaube ich, gar nicht mal so übel ist. Ne? Abfang, faire Zweikämpfe. Und das sich mal angucken. Ne? Ich würde ihn vielleicht eher so defensiv lassen. Dass man da wirklich sagt, yo, du wirst auch ein defensiver Flügelverteidiger. Verbessere dich da ruhig weiter. Ne? Das kriegen wir dann schon hin mit dir. Ausdauer muss besser werden. Antritt auch ganz wichtig, dass das immer besser wird. Gut, das ist die Chance für ihn jetzt. Ne? Für Ferguson sich zu zeigen. Aber gehen wir rein ins Duell gegen Atletico, ne? Das wird spannend, wie wir hier nach diesen, ja, 2 Niederlagen gegen Chelsea als auch jetzt gegen Wolverhampton reagieren werden. Hier haben wir die Aufstellung von Atletico Madrid mit Jan Oblak im Tor. Dann spielen bei ihnen in der Verteidigung, da gucken wir gleich mal drauf. In der Verteidigung von Atletico, Savic, Jimenez, Felipe in der Dreierkette, Koke, Locatelli, Neves, Llorente und Nino im Fünfer-Mittelfeld und Griezmann und Felix ganz vorne. 3-5-2 ist dem hier bei Atletico Madrid. Die hier auch daheim spielen im Wanda Metropolitano, hier in Madrid, in der spanischen Hauptstadt. Und wir spielen eben auch das erste Mal Champions League in der Vereinshistorie von Crystal Palace, das erste Mal in der Königsklasse. Und dieses Team wird hier eben, ja, dieses erste Game hier bestreiten dürfen. Wir gucken da gleich natürlich genau rauf. Einmal natürlich Jan Sommer im Tor, das war natürlich der Hauptgrund, warum er hierher kam, weil es eben Champions League Fußball gibt mit Crystal Palace. Der wird im Tor sein. Innenverteidiger bestehend dann aus Guay und Mina, Aaronson, Ferguson in der Viererkette, Doucoure, Pereira, Eze im Mittelfeld, Batschlin, Zahar, Martial ganz vorne. Ich wollte gerade mit Doucoure und Pereira hier ein sehr aggressives Mittelfeld stellen, denn das wird man gebrauchen können gegen Atletico Madrid, die ja auch für Aggressivität bekannt sind. Es gibt den ersten Wechsel nach 5 Minuten, Leute. Wilfried Zaha muss raus, verletzungsbedingt. Sieht auch extrem enttäuscht aus, aber kann da nichts machen, ist verletzt. Dafür kommt Duvan Zapata rein, das heißt Anthony Martial geht da auf die linke Seite, Zapata dann im Sturmzentrum und Crystal Palace muss mit einem weiteren Verletzten zurechtkommen. Und es gibt erstmal Gelb hier für Pereira, der sich gleich mal, ja, der sich gleich mal zeigt hier, ne? Weswegen er hierher kam. Sehr hartes Tackling auf jeden Fall. Absolut berechtigte gelbe Karte und Freistoß für Atletico.
Hoffen wir mal nicht, dass sie dadurch zum Treffer kommen. Griezmann, abgewehrt. Abgewehrt der Ball. Anthony Martial jetzt hier. Der Pass auf Batschnin und der wiederum auf Anthony Martial. Und jetzt ist hier Anthony Martial mit viel Platz. Anthony Martial. Anthony Martial macht ihn nicht rein. Riesige Gelegenheit für Martial. Eze, gut abgefangen. Boah, hartes Tackling. Und Eze liegt da jetzt auch verletzt am Boden. Das gibt es ja nicht, ey. Nicht der nächste Verletzte. Nein. Es ist der nächste Verletzte bei Crystal Palace. Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier los? Das ist übrigens das 50. Spiel für mich als Trainer. Aber bisher ist das ja richtig schrecklich. Denn Zaha verletzungsbedingt raus und jetzt auch noch Eze verletzungsbedingt raus. Und wir haben schon Mitchell und Justin als Verletzten. Also das ist gerade eine richtige Pest bei uns, ne? Wir haben da echt gerade richtig viel Pech. Das war ein super Zweikampf von Koke. Hat da den Ball gespielt. Aber Eze verletzungsbedingt raus. Crystal Palace, ja, muss wirklich leiden. Muss wirklich leiden aktuell. Und das hier war ein Riesenfehler. Olise. Vielleicht können wir jetzt wenigstens den Treffer erzielen. Und Batschnitt macht ihn tatsächlich rein. Der erste Champions League-Treffer in der Historie von Crystal Palace. Gehört Batschnin, der den reinmacht. 0-1 Crystal Palace. Gerade war alles negativ wegen den Verletzungen. Und dann kommt da Batschnin und macht den Treffer, weil Atletico Madrid uns auch wirklich den Ball schenkt. Ne? Also was macht da bitte Jimenez? Ganz schlimm. Und dann gibt den Olise, der eingewechselte Olise, einfach ab auf Batschnin. Und der denkt sich, yo, den mache ich jetzt rein. Diese Chance nutze ich. Ich verewige mich hier bei Crystal Palace als erster Torschütze in einem Champions League-Wettbewerb. Und ja, macht sich damit unsterblich, kann man sagen, ne? Wenn du der erste Torschütze für deine Mannschaft in so einem Wettbewerb bist. Damit bist du zumindest eine ganz, ganz kleine Legende oder zumindest immer, sage ich mal, wirst du immer mal erwähnt. Gerade bei Vereinen wie Crystal Palace natürlich, die eben, ja, für die so ein Champions League-Auftritt eben nicht selbstverständlich ist. Oh, das ist ein Fehler. Und jetzt hier die Möglichkeit und der Treffer. Der Treffer für Atletico. 1-1, Koke. Macht ihn hier rein. Ah, bitter. Wir hatten den Ball eigentlich schon, ne? Und dann zieht er den voll ab. Zack, ja, für Sommer dann natürlich noch schwierig, weil dann Jerry Mina auch noch voll in sein Blickfeld reinläuft. Das ist dann natürlich auch nicht optimal, wenn dann der Mitspieler da in dein Blickfeld reinläuft. Aber gut, steht erstmal 1-1 in diesem Duell. Zapatas passt es richtig gut auf Batschnin und Batschnin schneller als sein Gegenspieler. Batschnin, überragend, Batschnin, macht ihn nicht rein, Oblak. Oblak hält. Die Ecke. Batschnin schlägt diese Ecke. Zapata kommt da nicht ganz ran, leider. Schade. Llorente jetzt hier eventuell der Konter. Nein, Doucouré, was ein Tackling. Was ein Tackling von Doucouré. Martial, ja, hat den Ball noch irgendwie. Gibt den nochmal ab. Jetzt hier nochmal weitergegeben. Und der Schuss abgewehrt. Nochmal irgendwie dran. Uff. Der letzte Abschluss war dann doch sehr schwach. Aber ja, Halbzeit rum. Aarons. Olise. Gut gespielt jetzt hier. Mit der Hacke weitergeleitet. Das ist super gemacht jetzt hier. Und da ist Zapata an die Latte. Das gibt es doch nicht. An die Latte. Das war wunderschön gespielt von Crystal Palace. Richtig schön sich diese Chance herausgeholt. Aber leider können sie davon nicht profitieren. Und jetzt hier João Félix und Atletico Madrid oder was? Atletico Madrid mit der Kontermöglichkeit. Ferguson grätscht da rein. Kommt nicht durch. Félix. Félix jetzt hier. João Félix hat da zu viel Platz. João Félix, aber Jan Sommer ist da. Und jetzt? Ich habe nicht mitbekommen, was passiert ist. Gelbe Karte für Ferguson. Gab es einen Freistoß oder was? Wir gucken da gleich nochmal rauf. Griezmann sieht ein bisschen angeschlagen aus. Oh. Aber warum das denn? Irgendwo komplett abseits des Balles. Bin ich entweder... Ich weiß nicht, ob ich aus Versehen auf X gekommen bin. Der Elfmeter wird aber gehalten von Jan Sommer. Ich war gerade maximal verwirrt, warum es diese Grätsche von Ferguson gab. Aber schön, dass Jan Sommer das Ganze hier bereinigen kann. Boah. Also einiges los in diesem Game. In diesem ersten Champions League-Spiel von Crystal Palace in ihrer Vereinshistorie. Und jetzt hier erstmal geklärt das Ganze. Zumindest halb. Jetzt ist hier nochmal eine Chance. Félix. Oh, wird da hart umgehauen. Gibt erstmal den Vorteil und dann die Möglichkeit. Aber Jan Sommer hält den. Jan Sommer hält den. Nächste gelbe Karte hier, Doucouré. Sehr, sehr viele harte Duelle auch in dieser Partie bisher, ne? Ja, Leute, Batschnin muss auch verletzungsbedingt raus. Dafür kommt jetzt
Jones rein, der dann im ZOM spielen wird. Dafür geht Olise dann auf rechts und Lucas kam rein für Danilo Pereira. Also der dritte verletzungsbedingte Wechsel in dieser Partie. Einfach nur crazy. Jones. Und jetzt hier Olise, der Pass ist richtig gut. Da ist Duvan Zapata und da war aber noch der Fuß von Jimenez dazwischen. Der Fuß von Jimenez war noch dazwischen. Wahnsinn. Was ist das hier auch für ein wahnsinniges Game, ey. Lucas. Zapata. Oh, der Pass war super. Aber Olise. Und dann Jones. Aber schade. Jones spielt den gut auf Anthony Martial. Das ist jetzt eine Riesenchance. Anthony Martial macht die nicht, weil Oblak den hält. Wie stark ist bitte Jan Oblak, dass er diesen Ball von Anthony Martial hält? Und da liegt jetzt jemand wieder verletzt am Boden. Wir haben 4 Verletzte in diesem Spiel. 4 Verletzte in diesem Game, Leute. 3 bei Crystal Palace, einer bei Atletico Madrid. Also der Wahnsinn. Wir gucken hier nochmal. Das war bei der Ecke. Da ist er mehr mit seinem eigenen Mitspieler gegengestoßen, mit Koke. Da merkt Locatelli, yo, ihm tut irgendwas weh. Und dementsprechend der 4. verletzungsbedingte Wechsel in dieser Partie. 3-mal bei Crystal Palace, 1-mal jetzt bei Atletico Madrid. Das ist doch komplett verrückt, dieses Game. Doucouré wirft den da aber wieder rein. Und jetzt hier Martial will da abziehen, klappt nicht ganz. Jones ist jetzt da. Jones nochmal der hohe Ball auf Duvan Zapata und der Ball ist drin. 2-1 Crystal Palace und Duvan Zapata mit dem Treffer. Was ist das hier für ein wahnsinniges Spiel? Unglaublich. Wahnsinnsspiel einfach. Duvan Zapata mit dem Treffer. Puh, erstmal was trinken, Alter. Erstmal darauf einen trinken. Aber nur Wasser. Oblak kriegt den nicht mehr abgewehrt. Wahnsinn. Duvan Zapata mit voller Wucht haut er den da rein. Oblak kommt da noch irgendwie mit seinem rechten Arm hin, aber hat keine Chance, den mehr so abzuwehren, dass er irgendwie entscheidend abgefälscht wird. Und Duvan Zapata mit dem ersten Treffer für Crystal Palace. Also für ihn selber natürlich, in dem Trikot von Crystal Palace. 2-1 hier. Wir gucken, was dieses Spiel noch parat für uns hält und ob wir vielleicht noch 5 weitere Verletzte sehen. Das war gefährlich, aber jetzt hier Atletico. Die wollen gar nicht warten. Atletico, die Grätsche von Gueye ist aber Weltklasse. Weltklasse Grätsche von Gueye. Martial. Anthony Martial. Martial. Super gespielt. Duvan Zapata, der Pass war nicht perfekt, aber Anthony Martial jetzt hier. Martial geht da in die Mitte, macht das stark. Anthony Martial. Martials Bewegung überragend. Der Pass auf Duvan Zapata. Oh, was machen sie denn da? Was machen sie denn da? Duvan Zapata kommt da ran und es steht 3-1. Es steht 3-1, weil Atletico Madrid sich selber ausschaltet. Zack. Stark gemacht von Duvan Zapata. Was ein erstes crazy Champions League Spiel. Und hier sind es ja Verteidiger und Torhüter, die nicht miteinander gut kommunizieren. Nicht sagen, yo, lass den Ball oder nimm du den Ball. Sie kommunizieren nicht gut. Duvan Zapata freut es, die Leihgabe vom FC Chelsea, der eigentlich so früh nur eingewechselt worden ist, wegen der Verletzung von Wilfried Zaha, mit dem Doppelpack innerhalb von 5 Minuten und damit 3-1 und wahrscheinlich die Entscheidung hier in dieser Partie. Spiel ist rum, 3-1 gewinnt Crystal Palace, das erste Champions League Spiel der Vereinshistorie. Ein wirklich verrücktes Game, Leute. Ein verrücktes Game. Wir haben 4 Verletzte gesehen, wir haben 4 Tore gesehen, wir haben Action gesehen, wir haben Chancen gesehen. Es war ein verrücktes Spiel. Es war wirklich ein verrücktes Spiel, Leute. Hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Auch wenn es wirklich, crazy war, was teilweise hier so passiert ist. Ne, kann man irgendwo sehen? Sonst noch irgendwie was? Ne, komm. Lassen wir es. Wir gucken jetzt erstmal auf die ganzen Verletzten. Wir gucken auf Locatelli, auf unsere Verletzten. Schauen einfach mal, wer wie lange ausfällt, wie katastrophal das Ganze ist. Wilfried Zaha nur 5 Tage, das ist beruhigend. Batschen ein überdehntes Knie 4 Wochen. Also ist es wirklich so von Low, Medium, Boom, Extrem. 5 Tage cool. 4 Wochen nervt mit Batschen, aber Eze. Ausgerechnet der beste Spieler der letzten Saison, Eze, fällt für 7 Monate aus. Mit einem Kreuzbandriss. Ja, aber es ist halt der Wahnsinn, ne? Es ist halt, wow. Einfach wow, also Eze kannst du jetzt erstmal komplett rausnehmen. Gott sei Dank haben wir den Kader breit gestaltet, Leute. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir jetzt richtig fette Probleme. Wären wir in der Kaderbreite in die Saison gegangen, wie im letzten Jahr, dann wäre unsere Saison vielleicht jetzt schon vorbei, ne? Und dann lassen wir Suleiman erstmal Stamm auf rechts spielen, ne?
solange dann Batschnim verletzt ist. Ja, wir haben auf jeden Fall Mitchell, Justin, Ese, Batschnim, erstmal jetzt alle als Verletzte, als länger Verletzte, die vier. Und Zaha 5 Tage, aber das ist wie gesagt alles nicht so schlimm. Der spielt dann demnächst wieder, setzt ein Spiel aus und dann ist er wieder back. Und das bei dem Spielplan, den wir in England haben, ne, ist das halt bitter, wenn du auf so viele Spieler nicht zurückgreifen kannst. Also es war absolut nicht falsch, auch nochmal am Ende der Transferphase zu sagen, yo, wir holen uns nochmal einen Danilo Pereira, wir holen uns nochmal einen Duvan Zapata, denn ja, wir haben einen sehr breiten Kader mit insgesamt, das sind hier 18, 22, 26, mit 29 Spielern. Der Kader ist breit, aber ihr seht ja anhand der ganzen Verletzungen, die wir haben so früh in der Saison, dass es absolut nötig war, ja, diesen breiten Kader auch entsprechend so zusammenzustellen. In der Premier League sind wir auf Platz 9. Nach den letzten 2 Niederlagen ist ein okayer Saisonstart in der Premier League, ne? Und in der Champions League sind wir, denke ich mal, Erster. Ne, Lyon ist Erster, weil die 4-0 gewonnen haben, okay. Aber da haben wir die ersten 3 Punkte geholt. Also das läuft soweit. Auch wenn wir natürlich jetzt echt hoffen müssen, dass wir in den nächsten, ja, Spielen und Co. Zum Beispiel gegen Nottingham haben wir dann das Spiel. Dann kommt das erste Pokalspiel, wieder englische Woche, City, dann Lyon. Hat man die englische Woche, dann gibt es hier wahrscheinlich Länderspielpause. Dann hat man wieder eine englische Woche, dann mal eine normale. Je nachdem, vielleicht wenn man weiterkommt, ist das dann auch eine englische. Und dann hast du hier halt zig englische Wochen noch, je nachdem, wie weit du auch im Carabao Cup kommst. Dann kommt der freaky Dezember, ne, wo du ein Spiel nach dem anderen hast. Es ist halt hart in der Premier League, ne? Die Premier League ist, was das angeht, die intensivste Liga. Aber gut, wir gucken, wie wir da durchkommen werden, Leute. Euer Veloce meldet sich fürs Erste ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und bye bye.